Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophy Tip bei Need for Speed Payback. Dieses Mal Comebacks sind möglich. Dazu empfehle ich euch hier als Offroad-Strecke. Diese hier auf der linken Seite, New Haven Strecke, ist eine ganz normale Story Mission, wie ihr seht. Also unter Events könnt ihr das Ganze auch filtern, wenn ihr wollt. Auf der Karte, das Ding hier ist es. Na, das Teil so relativ ja, mittig bis Ende der Story ungefähr wird das Ding geunlockt. Und da geht es easy peasy. Wählt natürlich ein Offroad-Auto eurer Wahl, um das ganze Ding dann hier zu starten, weil prinzipiell kein Problem. Aus Recht nicht, wenn ihr ein paar, ich sage jetzt mal, Leistungsstufen über den Gegnern seid. Und generell mal davon abgesehen, dass hier in Need for Speed Payback natürlich dieser Gummiband-Effekt vorherrscht. Das heißt, wenn ihr weiter hinten seid, natürlich nicht allzu weit hinten, also stehen bleiben solltet ihr nicht, sondern ganz normal halt fahren und schauen, dass ihr hier in der ersten Runde, ist natürlich ein Rundenrennen, das ganze Ding seht ihr auch links oben, Runde 1 von 2, dass in der ersten Runde halt letzter bleibt und die Gegner fahren euch dann auch nicht allzu sehr weit davon. Von dem her ist es kein Problem hier in der langen zweiten Runde, dann seht ihr auch schon, wie lang das Video hier ist. Werden natürlich nicht ganz durchlabern, ne? Weil ich denke mal, das Video werdet ihr auch nicht ganz angucken, weil ist eh klar, die Strecke mit Drift, mit Offroad, Entschuldigung, nicht Drift, ist natürlich hier prädestiniert dafür, die Trophy zu machen. Klar gibt es auch andere Konstellationen, aber ich fand es hier am einfachsten, das Ding zu machen. Ein paar Dinge habe ich ja getestet, von dem her, ja, ist easy peasy, seht ihr jetzt hier selber, ne? Gummibandeffekt, Vorderwind, schön ausnutzen. Genau, Patchstand 1.04 funktioniert das ganze Ding immer noch. Na, ich denke mal, das wird auch größtenteils so bleiben. Ich denke mal nicht hier, dass sie die einzelnen Strecken dann patchen werden oder diesen Gummiband-Effekt entfernen. Dafür ist es einfach zu arcadig, das Spiel halt. Na, gut, das war's an dieser Stelle. Noch viel Spaß für die Leute hier, die zuschauen wollen. So ist natürlich jetzt nur, ich habe hier wegen was auch immer die Soundspur verkackt. Deswegen hört ihr keinen Sound, sondern einfach nur mein Gelaber und das Bild. Also sorry mal dafür, da ist hier in dem Fall meine Festplatte leicht abgeschmiert. Das Einzige, was ich retten konnte, ist das Videomaterial. Genau. Ja, nichtsdestotrotz, ihr seht ja, wie das Ganze funktioniert. Haut rein, wünsche was, Servus, ciao. Minor war.